Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Edmund ist wieder am Start und zwar dieses Mal mit Peppa Pig, dem kleinen Schweinchen, was für kleinere Kinder wohl geeignet sein soll, weil man jetzt hier das ein oder andere lernen kann. Ah, wir müssen Gummistiefel anziehen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unsere Gummistiefel stehen. Die sind's nicht. Oder? Wo finde ich einen Gummistiefel? Das sind Turnschuhe. Das sind High Heels? Hä? Und wo finde ich jetzt Gummistiefel? Sind das Gummistiefel? Auch nicht. Das hier soll ein Gummistiefel sein? Das hier? Hä? Ach so, ich muss dem weiblichen hier. Ach so, das unterscheidet sich noch, wer welche Stiefel angezogen bekommt. Auch nicht? Na, was denn? Ach so, die kleineren Schuhe. Alles klar. So, wir sind hier also voll im Lernmodus drin, so wie sich rausgestellt hat. Und wir müssen jetzt uns erstmal, ach so, in die Matschepampe bewegen. Und zwar soll es darum gehen, dass Mama Schwein dem Kindschwein zeigt, wie man sich im Schlamm suhlt. Weiter geht's. Das passiert ja von alleine. Einmal noch drin rumspringen. Weiter geht's und Richtung der nächsten Pfütze. Ist ja eine coole Idee. Kann ich hier noch irgendwie springen, irgendwas machen oder so? Also das ist hier fürs Lernverständnis von kleinen Kindern gut gemeint, das Spiel. Es geht darum halt, dass man sich, wenn man schmutzig draußen wird, auch mal wieder sauber machen muss, beziehungsweise dass man erstmal Gummistiefel anziehen soll. Und die Kleidung verdreckt ja jetzt hier auch. Zack, die Nase ist schwarz. Cool animiert bisher. Mal sehen, was jetzt dabei, was man da noch so lernen kann. Oben ist Werbung eingeblendet, aber auch Gott sei Dank jugendfreier, also das ist alles okay. Habe ich gerade gesagt, jugendfrei? Das meinte ich gar nicht. Ich meinte Jugendwerbung. Quatsch. Rollenspiele werden da oben angeboten, aber richtige fürs Telefon halt. So, jetzt wurde sich nochmal ordentlich drin gesuhlt. Ach, das ist gar nicht Mami, das ist die Schwester und der Bruder. Alles klar. Jetzt ist der. Ach so, hier gibt's. Kann ich das. Ja, der Schwamm wird wieder sauber, indem ich ihn in die Wanne tauche. Passt auf, ungefähr so. Lasse wieder los. Zack, sauber gemacht. Zack, wird der Schwamm wieder sauber. Einmal gewaschen, ab zur Tür hinaus. Ja, Werbung kommt zwischendurch. Das hatten wir doch eben gerade schon mal. Wir hatten noch Gummistiefel. Das war's jetzt wohl schon. So, die sind dafür und die sind dafür. Und dann geht's wieder raus. War's das schon? Mehr ist hier in dem Spiel nicht drin? Eigentlich genau dasselbe Spiel nochmal von vorne. Einmal kurz tippen, nochmal tippen. Wird wieder eingesaut. So, dasselbe Spiel machen wir jetzt hier nochmal. Mal sehen, ob es das wirklich schon war. Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr, dass man wirklich was lernen kann dabei. Dann geht es wahrscheinlich wieder anschließend ins Bad und wieder sauber machen und dann wieder Gummistiefel anziehen. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr von versprochen. Schade eigentlich. So, wir hüpfen jetzt hier nochmal durch die letzte Pfütze. Bis es uns komplett schwarz macht. So, jetzt ist die Nase auch schwarz, braun. Und zack, jetzt haben wir uns gleich richtig eingesaut. Nochmal ordentlich drinnen suhlen in der letzten Pfütze. Dann hat das richtig Spaß gemacht. Das müsste es jetzt gewesen sein, oder? Ne, immer noch nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt ja auch keine Punkte oder so, woran man jetzt hier irgendwas sehen könnte. Jetzt. Ja, jetzt ist es zu Ende wieder. Ja, das haben wir ja gemacht. So, sauber. Wieder sauber machen. Dasselbe Spiel hier drüben auch nochmal. Okay. Okay. So, nochmal dasselbe hier oben. Sauber. Und fertig. Wenn du in die Matschepfützen springst, musst du Gummistiefel. Ja, das war's aber. Wir können nichts anderes machen. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat euch das Spiel heute hat euch das Spiel gefallen. Ich weiß es nicht, mir nicht. Also so toll war es jetzt nicht. Und so geht es immer wieder von vorne los. Ja, trotzdem habe ich euch die App auch mal gezeigt und wir sehen uns wie immer bei der nächsten App-Review. Ciao.